So, und jetzt wird es ernst. Der Zuchtblitz! Wir wünschen euch eine wunderschöne Großvaterszug. Das sind wirklich tolle, tolle Wagen und wieder mit dabei. Wattetheater, Wanne Heckenspiel. Viel Spaß beim großen Montagszug 2024. Thank you.
Postkutsche und setzen damit wie immer wunderbar neue Maßstäbe. Immer von der Maschine. Jetzt hast du Heimspiel. Da kommt dein Verein. Wir begrüßen die großen Blauzeiter. Thank you.
getanzt. Die Tanzgruppe der großen Outsider, die Fans vom Ring. Sie sind alle mit dabei, wieder gefühlt. Hier kommt der große Festwagen mit einem ganz, ganz besonderen Ehrengast heute. Denn er hat Geburtstag und ist ein lieber, lieber Freund des Stadtfests. Wir werden jetzt gleich einmal für ihn singen. 44 Jahre verkörpert er und spielt er das Hennesschen im Hennesschen-Theater. Unser lieber Freund Chucky von Kowalski. Wir singen einmal zusammen.
zu einem weiteren Jubiläum hier vor uns jetzt auf dem Heubert, gerade neben Sie die Straße ein. Das Arena-Management der Lenzes Arena. Und Sie haben das Motto: ikonische Weltstars aus 25 Jahren Event Highlights. 25 Jahre stehen Sie da in Lenz. Unsere frühere Köln Arena, heute Lenzes Arena. Und alle sind Sie mit dabei. Lenzes Arena, Trainer von der Zentrale. Stefan Löschert. Lenzes Arena. Strahlenden Sonnenschein. Das hat er verdient. Die Kölsche Lauterbogen.
Und wir begrüßen die großen Kölner mit einer von FC Köln. Große Kölner und Stadtelf. Die Kleinen, hört ihr mal hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ganz, ganz liebe Grüße an die Katharina. Thank you.
Frankfurt, unsere Altstädter. Großes Tor. Und ich glaube, heute sind sie auch alle mit dabei. Die allerbeste, die Kindertanzgruppe, die Kölsche Dillinger.
Praxis sehen wir den neuen Senat sagen, genannt Ed Faschinchel, der Senat der Generalstädter. Und den Isenburger Pilz.
Wahnsinn, was ihr alle leistet. Vielen lieben Dank. Ganz herzliches Hallo hier auf dem Heumarkt an den Kölner Männergesangsverein. Thema von Herz in Köln. Rosenmontag. Und die Partizipantinnen. Thank you.
Jetzt wir kommen zu einer ganz besonderen Lage. Der Held Karneval. Es ist der Nachbau von den allerersten Prinzenwerken damals. Den noch über den Neumarkt vor in einer Runde. Und ja, in den nächsten Jahren wird er immer wieder gestiftet durch den großen Senat. Der Held Karneval, dieser wunderbare Wagen. Und jedes Jahr dürfen ganz besondere Persönlichkeiten da einmal mitfahren am großen Montag vom Wagen aus erleben. Und in diesem Jahr ist es Rolf Zoppe, denn er ist seit 40 Jahren ehrenamtlich Zugordner und fährt das Anerkennung und Dankeschön in diesem Jahr mit und hat hoffentlich einen wunderschönen Tag. Und aber einmal vergessen.
Aussehen geschildert. In klein und groß. Das sind natürlich die Kamerätchen und die Kammerdiener. Yeah.
eher gespielt. Unter dem ganzen Motto läuft in diesem Jahr der Kölner große Montagszug wieder. Yes.
zum Starttreff auf. Emma Tolzma, Julian Stockhausen und Marie Lünke. Trainer von der Zirkelle. Treue USA. Und Starttreff. Und wir kommen zu einer der ältesten Familiengesellschaften hier in Köln, der KG Blumenkörfel. Schön, dass ihr da seid. Ja, und der Bagagemann, Persiflagemann, ist was ganz Besonderes. Das Bewegungstheater in Deutschland. Abschaffung der Leistungsgesellschaft. Es geht nur noch darum, dabei zu sein. Nicht mehr um Leistung. Wunderbarer Wagen wieder. Wir empfangen hier
Die Tanzgruppe, die Blauen Jungs!
zur Gruppe 23 in die Serien Rosenmontagszug zur Kölnischen Karnevalsgesellschaft von 1945 und hier vor uns aufgelaufen die Cheerleader des ersten FC Köln. Hier kommen sie, verkleidet als Bob der Baumeister. Wir begrüßen die Kölnische mit Elmar von der FC Köln. Die Kölnische und Stadtreff. Ja, und Bob der Baumeister ist Programm. Das werden wir nämlich jetzt gleich am letzten Wagen sehen, am Persiflagewagen. Es geht nämlich mal wieder um die Opernsanierung hier in Köln. Eigentlich soll sie ja in diesem Jahr im Juni fertiggestellt werden. Aber man denkt sich so, okay, vielleicht ist auch Bob der Baumeister als Phantom der Oper einfach für immer in der Kölner Oper. Thank you.
einzige Traditionsort, was auch ihre Seele im Land hat.
im Hallendienst. Ja, und traditionell veranstaltet.
Schöne Zunge, liebe. Vielen Dank dafür. Für viele, viele Sitzungen. Und Frauen natürlich auch.